Erstelle sowohl die Normalform als auch die Scheitelpunktform einer quadratischen Funktion, die ihren Scheitelpunkt bei minus 3 und 12 hat. Zusätzlich soll sie mit dem Faktor 4 gestaucht sein. Am besten ist, wir machen uns jetzt hier unter diese beiden Formeln einfach mal so eine kleine Skizze von dem Ganzen. Also hier das Achsenkreuz mit der x-Achse und der y-Achse. Und jetzt zeichnen wir da mal die Parabel rein. Also bei minus 3 und 12. Habe ich sogar ein bisschen falsch gezeichnet hier. Hätte ich vielleicht lieber hier hinten ein bisschen mehr Platz lassen sollen. Egal. Minus 3 und 12. Machen wir mal hier ungefähr. So. Da liegt die ungefähr. Und hier liegt der Scheitelpunkt und der würde jetzt hier so hochgehen. So. Da würde die Parabel laufen und diese Parabel hätte einen Faktor 4, mit dem sie gestaucht ist. Also sie geht sozusagen etwas weiter in die linke und rechte Richtung, als wenn man die so in die Breite gezogen hätte. Okay, also das müssen wir jetzt erstmal wissen, um die Aufgabe zu beantworten. Und danach können wir eigentlich schon direkt loslegen. Wir haben hier einen Scheitelpunkt gegeben mit minus 3 und 12. Also S ist gleich minus 3 und 12. Die erste Zahl, die hier steht, ist immer das U und die zweite Zahl ist das V. Wenn man das U und das V hat, kann man das hier hinten in die allgemeine Formel einsetzen. Das machen wir. Also F von X, das ist jetzt die Scheitelpunktform, die ich jetzt erstelle. Dann kommt hier ein A. Das A ist der Faktor, der ist hier gestaucht mit dem Faktor 4. Also kommt dieser 4 in den, diese 4 in den Nenner. Somit hat man jetzt hier einen Stauchungsfaktor von 1 Viertel. Wenn also steht mit einem Faktor von 4 gestaucht, bedeutet das 1 Viertel ist der Faktor, weil wir wollen ja stauchen. Wir wollen stauchen bedeutet Funktionswerte klein machen. Strecken bedeutet Funktionswerte groß machen. Wenn da stehen würde Faktor 4 gestreckt, dann wäre der Faktor hier vor 4 mal. Also das a eine 4. So ist es aber 1 Viertel, weil es gestaucht ist mit dem Faktor 4. Danach geht die Klammer auf. X minus u. U ist minus 3. Also Klammer auf minus 3. Das Ganze hoch 2 und am Ende noch plus V und V ist hier die 12. So, jetzt können wir das Ganze einmal etwas schicker aufschreiben. Dann hat man hier immer noch den Stauchungsfaktor 1 Viertel mal X plus 3 in Klammern hoch 2 plus 12. Das ist jetzt die Funktionsgleichung in Form der Scheitelpunktsform. Jetzt können wir das Ganze aber noch einmal ausmultiplizieren und dann kommt man zur Normalform. Also f von x ist gleich 1 Viertel mal, und man startet jetzt erstmal mit dem Auflösen von der Klammer, denn das ist die erste binomische Formel. Also Klammer auf, x zum Quadrat plus 2ab, also 2 mal x mal 3 sind also 6x, plus 3 zum Quadrat ist 9. Klammer zu, plus 12. Im nächsten Schritt wird ausmultipliziert mit dem Faktor davor, der davor steht, das ist diese 1 Viertel, 1 Viertel x Quadrat plus 6 Viertel, gekürzt im Kopf sind 3 halbe x, plus 9 Viertel, plus 9 Viertel, plus 12. So, das heißt, final können wir jetzt unsere Funktionsgleichung in Normalform aufschreiben, indem wir hinten noch die Zahlen zusammenfassen, der Rest kann hier übernommen werden. 3 halbe x und jetzt plus 9 Viertel plus 12. 9 Viertel als gemischter Bruch ist 2 1 Viertel plus 12 sind also 14 1 Viertel. Da könnte man jetzt hinschreiben 14 1 Viertel. Du kannst es aber auch hinschreiben als nur Bruch. Das ist dir überlassen, aber auf jeden Fall kann ich dir sagen, das hier ist jetzt die sogenannte Normalform. Unbedingt jetzt das nächste Video angucken, denn bei dem nächsten Video machen wir das etwas schwierigere, und zwar von der Normalform zur Scheitelpunktform. Das ist etwas schwieriger, also diesen Weg gehen wir im nächsten Video. Eben gerade haben wir ja von Scheitelpunktform zu Normalform gemacht, das ist, wie du gesehen hast, ja relativ einfach, da muss man nur ausmultiplizieren, ein bisschen zusammenfassen. Also jetzt unbedingt die nächsten Videos gleich angucken, damit du nochmal diesen Weg von der Normalform zur Scheitelpunktform lernst. Die zweite binomische Formel. In dieser Form hier, a minus b in Klammern zum Quadrat. Was ist hier das a? Das a ist hier das x-Quadrat, beziehungsweise das x. A ist also gleich x. Das Ganze zum Quadrat hat man hier als x-Quadrat. Dann kommt 2ab. Dieses 2ab ist ja hier...